Das große Jahreshoroskop für das Power Mars Jahr 2023. Nun auch von meiner Seite. Ja, und ich habe es natürlich auch schon in meinem Jahrbuch entsprechend bezeichnet, und zwar mit dem Untertitel: Was haben das der kampfbereite Aries und der hypnotisierende Poseidon mit der sensiblen Sima-Jahresenergie zu tun? Ja, Aries und Mars sind die Repräsentanten der großen Kraft und sind beide die gleichen Energien. Poseidon und Neptun ebenfalls die gleichen Energiefelder, nur kommen Aries und Poseidon aus der Mythologie. Ja, und diese sensible Energie des Sima-Jahres wird repräsentiert hauptsächlich über die Neptun- und Poseidon-Energie. Und das Mars Energiefeld wird durch Widderkraft und also dem Zeichen von Mars repräsentiert. Demzufolge sind die Energien von Feuer und Wasser stark aktiv. Das Power Mars, ja, kann man so sagen, 23, zeigt sich damit, dass es das Räderwerk einfach viel, viel schneller laufen wird wie im momentan noch laufenden Jupiterjahr. Da geht es dann im Marsjahr um Schöpferkraft, um Besitz und um gesellschaftliche Werte. Es geht um Durchsetzungskraft, um Ich-Kräfte, um einfach einen großen Selbst- und Initiativ Kreis in Bewegung zu setzen. Wenn zum Beispiel am 20.03. um 20:25 Uhr die Sonne in den Widder wandert, beginnt das besagte Power Mars Jahr. Und dann wandert auch die Energie in eine völlig neue Frequenz. Da geht es dann um diese Durchsetzung von Vorhaben. Es geht aber zuvor noch bis zum 20.03. erstmal durch das laufende Jupiterjahr. Aber beide Kräfte, sowohl Jupiter als auch Mars, sind Feuerenergien. Und wenn das Jupiterjahr, wenn dort hauptsächlich darum ging, eben eine Erweiterung, eine Öffnung, eine Wahrhaftigkeit zu leben, Toleranz natürlich auch im Umgang mit Andersdenkenden und auch den geistigen Horizont zu erweitern, ein Auftrag war, dann ist es jetzt im Marsjahr. Nun geht es darum, erstmal die Feuerenergie nochmal zu potenzieren und zwar sich auf neue Wege zu begeben. Die Marskraft wird sehr, sehr stark und kraftvoll sein. Also da, sag ich mal, quietschen die Räder einfach ein ganzes Stück schneller. Ja, und jetzt möchte ich mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Bärbel Roy. Ich bin deine Astrologin für Selbstständige, für Führungskräfte, für Menschen, die ihr Leben gerne selbst in die Hand nehmen möchten. Und ich berate und coache Menschen darin, wie sie zum Beispiel die Macht von der Zahlenwirkung von Astrologie und Numerologie direkt und konkret für ihre ganz persönlichen, finanziellen, aber auch geschäftlichen Entscheidungen nutzen können. Wenn das zum Beispiel ein wichtiges Thema ist für dich, für das neue Jahr, dort auch genau herauszufinden, was denn für dich mitgebracht ist für das neue Jahr, dann komm ganz einfach mit mir in Kontakt unter www.bärbel-roy.de. Kannst du einfach auf den Menüpunkt Beratung klicken, dann kommst du direkt zu einem Gespräch mit mir. Ja, dann geht es jetzt in das Marsjahr als Information. Wir bekommen in diesem Marsjahr einige wichtige große Zeichenwechsel. Und das sind besondere Veränderungen, die sich da ankündigen. Aber 2 Wochen bevor das Marsjahr beginnt, wandert schon mal unser strukturgebender Planet Saturn genau am 7.3.2023 in die wässrigen Tiefen der Fische, das Fische-Sternzeichen. Und Saturn wird da 2,5 Jahre seine Bahn ziehen. In den Fischen regiert ja der Planet Neptun und stellt hier damit gleich den Bezug her, den ich ganz zu Anfang schon genannt habe, zu dieser Poseidon aus der Mythologie, Poseidon-Energie. Neptun entpuppt sich immer gerne oft als der verschleiernde Tiefseetaucher. Und Saturn verlangt hier jetzt sehr viel Realitätsbewusstsein und Klarheit an den Tag zu legen.
Es geht darum, Selbsttäuschungen oder auch irgendwo Lügen und Dinge, die in irgendeiner Form vertuscht werden, deutlich sichtbar zu machen. Einerseits sind ja beide Planeten, also die Energie von Fische und der Planet Saturn, karmische Energiefelder. Es ist ein karmisches Thema dahinter und es verbindet hier aber auch eine Energie von sehr starken psychologischen Begabungen, die eine Fähigkeit besitzen, beide zusammen gut gelebt, eine Fähigkeit besitzen, hinter die Kulissen zu schauen, das Offensichtliche offen zu legen oder das dahinterliegende offen zu legen. Das wäre zumindest ein großer Segen, wenn wir diese Energie so leben können. Wenn Saturn in den Fischen einfach richtig gelebt wird, bestehen super große Chancen, aus diesen beiden Qualitäten wirklich beste Ergebnisse zu produzieren. Da Intuition und Klarheit sich hier tatsächlich super verbinden können und damit ein echt unschlagbares Team darstellen. Ja, wenn dann aber gleich auch nach Beginn des Mars-Jahres dann Pluto am 23.03.2023 in den Wassermann wandert, gibt es einen nächsten großen, kraftvollen Zeichenwechsel, der für 3 Monate uns eine Kostprobe seiner transformierenden Grundnatur zeigen wird, und zwar in allen Gruppen, Gemeinschaften, Organisationen, Verbänden oder eben halt auch in Freundschaften, die auch globale Themen dann also in den Vordergrund bringen. Also dieser Langsamläufer Pluto ist ja besonders im Zusammenhang mit großen gesamtgesellschaftlichen Veränderungen zu betrachten. Und es gibt auch eine Richtung vor, wo die tiefen Umwandlungen stattfinden werden und stattfinden sollen. Also man muss sich das so vorstellen, ein Pluto ist ja also wirklich der tiefgreifendste, wie so eine Bodenwalze, die bereit macht, den Boden bereit macht und umpflügt in allen Qualitäten, die zum Beispiel dann mit der Wassermann-Energie zu tun haben, im Zusammenhang stehen und dort auch große Veränderungen produzieren sollen. Im Wassermann will Pluto lebensfeindliche Regeln revolutionieren. Und es geht in dem The in, im Wassermann auch um die Themen, das ist ein Hauptanliegen der Wassermann-Energie, Freiheit zu leben, Gleichheit, Brüderlichkeit, Gleichberechtigung auch. Und das ist eine große Agenda, die da dahinter steht. Und diese Position von Pluto, die eröffnet hier einen großen Zyklus auch der Selbsterkenntnis für uns als Menschengemeinschaft, da die Wassermann-Energie eine große Menschenliebe und Menschlichkeit repräsentiert. Ja, und dort werden natürlich auch interessante neue gesellschaftliche Modelle eine große Rolle spielen für die Zukunft. Dieser Prozess, der liefert halt auch 2 Möglichkeiten für uns. Entweder wir bekommen eine große übergeordnete Kontrolle, oder wir erlangen tatsächlich auch eine große Selbstbestimmung. Und zwar geht es hier um den ganzen digitalen Bereich. Denn die Technisierung, Digitalisierung, die nimmt Fahrt auf allen Ebenen. Und wir haben tatsächlich hier auch die Wahl. So, und es ist auch wichtig, dass wir ab dem neuen Zyklus, der da losgeht, uns authentisch zeigen. Es geht um die innere, also die individuelle Weiterentwicklung. Es geht um tatsächlich große Individualität. Es ist ganz wichtig, dass jeder Einzelne auch in sich selbst eine Selbstfindung in die Wege leitet, annimmt und dann in dieser Phase auch tatsächlich Gleichgesinnte in Gemeinschaften findet oder in Gemeinschaften gründet,
die einen gleichen Sinn verfolgen. Das wird also sehr, sehr viele neue Organisationen und Gruppen, Gemeinschaften geben, die tatsächlich sich irgendwo für ein ganz großes neues Thema interessieren und dort auch tatsächlich ein Bollwerk bilden können, um dieses Thema in die Welt zu bringen. Und sowas ist dann also mit dieser Widderkraft auch sehr unterstützt. Und eben halt mit der Marskraft. Da die Dinge, die da in die Wege geleitet werden wollen, dass die mit der kämpferischen Energie von Mars tatsächlich auch in die Welt kommen können. Es ist auch in diesem großen angesagten Power Mars-Jahr eine sehr wichtige Zeit, wo wir zum Beispiel auch die Wertbegriffe neu bewerten werden. Also auch was mit Besitz, Geld und Fähigkeiten, Fertigkeiten zu tun hat, das wird einen völlig neuen Prozess erleben. Und da wird auch vielleicht das Thema Geld nochmal neu definiert. Wofür setze ich denn Geld ein? Und was muss oder soll Geld kosten? Und wie kann es auch anders gelebt werden? Dieser Bereich, der wird dann einen ganz interessanten Schub bekommen, wenn dann ab Mai 2023 unser Glücksplanet Jupiter in den Stier wandert für ein ganzes Jahr. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt. Und ja, da werden dann die Begriffe von Geld und Besitz und wie wird Geld eingesetzt, eine riesengroße Rolle spielen und wie viel kann man an finanziellen Mitteln denn bewegen und wofür soll das Geld dann nachher und die Mittel, die da freigesetzt werden, tatsächlich eingesetzt werden? Ja, und dann haben wir den Mondknoten, unsere gesellschaftliche Entwicklungsaufgabe, die in diesem Jahr im Juli 23 dann ebenfalls in den Widder wandert. Das ist eben halt auch nochmal eine Verstärkung der Marsenergie. Da geht die Startkraft noch einmal nach vorne los und das potenziert auch nochmal diese Energie, die für unsere Menschengemeinschaft wichtig ist, sich selbst in die Waagschale zu werfen, sich zu leben. Und hier, wie gesagt, da drehen die Räder nochmal ordentlich schneller. Es wird also rasanter in der Entwicklung und hier geht es auch um die eigene Identität. Das will das Individuum gestärkt werden. Auch als Nation, nicht nur als Einzelner, sondern auch als Nation des jeweiligen Landes geht es hier um eine starke Identität. Und es baut einfach auf Menschen auf, die in der eigenen Gesellschaft eben auch ihre eigene Identität entwickelt haben. Also man könnte auch sagen, dass sich also eine Art innerer Wiedergeburt bei sich selbst anfühlen kann und dass das natürlich im größeren Maße dann auch für die Gesellschaft einen größeren, wie ein Geburtsmoment entwickelt. Ich sage immer, eine Affirmation passt da super gut dazu. Ich kann anderen am besten dadurch helfen, wenn ich ganz ich selbst bin. Das passt zum Beispiel zu diesem Kraftfeld, was mit der Mars-Energie, die Mars ja zusammenhängt. Und über all diesen ganzen angekündigten Veränderungen spannt sich jetzt nun dieses Energiefeld des numerologischen Sima-Jahres, was am 1.1.2023 ja begonnen hat. Und da bin ich auch ganz klassisch unterwegs, dass ich nämlich das Jahr 2023 nehme. Das heißt also, diese Zahlen zusammengerechnet das Sima-Jahr ergeben. Und die Zahl reflektiert jetzt nochmal die Fische-Energie, von der ich ganz zu Anfang gesprochen habe, und von dem Neptun. Und damit ist auch wieder der Gott des Meeres, ja Poseidon, mit im Boot. Und es ist diese Energie, wo etwas hinter dem Nebel liegt, wo das Verborgene noch geschaut werden möchte. Und dort dürfen wir zum Beispiel auch eintauchen in unsere eigenen Seelenenergien und dort ergründen, was uns ausmacht in uns. Hier kommt es auch dazu, dass man Kontakt mit der unermesslichen Tiefe des Wissens, des Teich des Wissens
in Kontakt kommen kann. Das ist das Reich der Wünsche, der Träume, der Hoffnungen und der Möglichkeiten. Und diese Energie der Sieben will auch aus Verstrickung zum Beispiel erlöst werden und auch einen tiefen inneren Frieden finden und diesen auch vermitteln. Und das lässt für uns auch eine tolle Entwicklung offen. Und man kann da selber in seine Entscheidung treten und in seine Kraft kommen. Also ich empfehle gerne, wenn du da mehr darüber erfahren möchtest, dann komm ganz einfach wieder zu mir in ein Beratungsgespräch unter www.barbie-roll.de/beratung oder du kannst gern auch mit mir in ein Vorgespräch kommen für ein Coaching. Da ich ja auch 3 Monate in meinem Coaching die Leute begleite für eben mit ihren Entscheidungen. So, und jetzt geht's gleich weiter. Ich möchte jetzt mal ganz kurz so ein paar Hauptbegriffe in die Waagschale werfen, die zum Beispiel mit der Kraft von Mars und Widder im Zusammenhang stehen und die das sehr gut beschreiben. Hier geht es um Mut, um Unabhängigkeit, um Durchsetzungskraft, Kampfkraft, Impulskraft, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Schnelligkeit, Durchsetzungsvermögen, eine Handlungsbereitschaft, Selbstermächtigung und eine Spontanität, eine Willenskraft, Risikobereitschaft, aber eben halt auch um Kampfgeist. Es geht um kämpferische Energien und der Veränderungswille. Es geht um Eroberungsgeist, Eroberungskraft. Also hier ist so viel Potenzial drin, das wirklich auch eine Lenkung benötigt, damit es dorthin führt, wo wir es hinhaben wollen. Denn Kampfenergie kann eben halt auch kämpferische Veränderungen hervorrufen durch Kampf, also so eine kriegerische Energie dahinter. Also da ist sehr, sehr viel Potenzial drin, was gut genutzt werden kann für neue Projekte, für neue Möglichkeiten, die da ins Feld kommen wollen. Und zum einen ist es so wichtig, diese Eigenschaften in der eigenen Persönlichkeit zu entwickeln. Und andererseits will dann auch wirklich die Gesellschaft von deiner eigenen einzelnen Kraft mit profitieren, also teilhaben daran. Wir haben da immer eine wunderbare große Chance, ein neues, frisches Erwachen in uns selbst und in unserer Gesellschaft zu produzieren. Und allein die Begrifflichkeiten, die Zuordnungen, die zeigen uns schon, wie rasant hier die Energie nach vorn gehen kann, ja, also nach vorn gehen wird und ob jemand auf diesem, ja, auf da aufspringt, auf dieses Rad, was vorwärts dreht, das entscheidet natürlich jeder selber. Das Marsjahr wird uns auch um wunderbare Chancen für die Liebe eröffnen. Mars gilt ja als Eroberer in allen Fragen der Liebe und natürlich in der Sexualität. Und das verspricht unsere Liebesgöttin in diesem Jahr ganz besonders, wenn nämlich die Venus für 4 Monate im herrschaftlichen Zeichen Löwe unterwegs sein wird. Das ist eine geballte Feuerenergie. Und wenn Mars und Venus dann einen Monat lang zusammen im Löwen unterwegs sind, plus Lilith auch noch dabei ist, dann ist das eine vervielfachte Energie des spontanen Liebeswerbens. Also da können sich die dollsten Sachen ergeben. Also wenn man diese Zeit nutzt, das kommt selten vor. Also wir können tatsächlich ereignisreiche Zeiten erwarten in unserem Mars-Power-Jahr in diesem Jahr und da auch schnell Veränderungen ins Auge blicken, die da kommen wollen. Und Mars kann natürlich in unerlöster Form zu übersteigerter Aggressivität, zu fanatischen kriegerischen Handlungen und auch zu streitlustigem Verhalten verleiten. Das ist eben da eine sehr, sehr wichtige Zeit, klar zu erkennen, um sein eigenes Thema dort zu bearbeiten, festzustellen, gehöre ich dahin, bin ich jemand, der diese Energie in mir trägt? Der Frieden ist in mir oder der Kampf ist in mir? Ist der Kampf in mir? Wird sich das natürlich draußen auch zeigen? Das sind so Themen, die jeder bei sich selbst auch erkennen darf. Ein gut genutzter Mars auf dieser Ebene, der kann natürlich also tatsächlich etwas in die Welt bringen,
tolle, ehrliche, neue Verhältnisse schaffen und das als gesellschaftlichen Auftrag noch mitbringen. Da ist auch eine große Ehrlichkeit dahinter. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, diese Mars-Energie und diese Neptun-Energie. Wie bringt man jetzt zum Beispiel diese beiden Kräfte, Mars und die numerologische Sima-Energie zusammen? Das sind halt ja Feuer- und Wasserenergien. Ja? Die Sieben reflektiert Neptun und Fische und damit das Wasserelement und Mars das Feuerelement. Und das haben schon die großen Alchemisten ganz schlecht zusammengebracht. Und das heißt immer, Feuer löscht Wasser, oder nicht Feuer löscht Wasser, sondern Wasser löscht Feuer. Dann geht nämlich die Energie runter oder eben Feuer heizt Wasser an und dann gehen die Emotionen hoch. Also das sind sehr verschiedene Kraftfelder, die sich dann auch immer gegenseitig in irgendeiner Form da ein Part liefern, der gut gehandelt werden muss. Die folgenden Kraftfelder wollen gelebt werden, aber interessant ist auch, diese Wasserenergie ist spirituelle Energie. Das heißt, feurige spirituelle Energie kann einen Durchbruch auch in spirituellen Ebenen verursachen und uns da sehr, sehr viel Potenzial liefern im Verständnis dessen, was um uns herum passiert. Das ist auch ein großer gesellschaftlicher Auftrag, der da für uns eine Rolle spielen wird. Ja, also da sind sehr, sehr viele himmlische Mächte unterwegs und es sind Feuerkräfte unterwegs. Und Mars ist natürlich der persönliche Planet und Neptun ist die übergeordnete Macht. Das ist der himmlische Führer. Und das kann man dann auch so sehen, als ob man ja selbst seinen eigenen göttlichen Pfad finden möge. Ja, und jetzt möchte ich noch was sagen, zum Beispiel zu Jupiter im Stier. Ab dem 16. Mai wird Jupiter in den Stier wandern. Und dieser Zeichenwechsel, der ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit. Und der fordert uns auf, Gelder und materielle Mittel für das Wohl aller einzusetzen, weil werden dort Möglichkeiten eröffnet, große finanzielle Ressourcen oder andere Mittel zur Verfügung zu bekommen oder ins Leben zu holen, die dann natürlich also eine gute Form der Anwendung finden sollen. Ja, Jupiter ist in diesem Stier wirklich auch mit Reichtum verbunden. Und dieser Reichtum soll für alle zur Verfügung stehen. Auch wenn jetzt zum Beispiel Projekte oder etwas in die Wege geleitet wird, die mit viel Geld zu tun haben, sollen sie eben also auch dem humanitären Grundsatz dienen. Es bestehen also sehr, sehr viele große Chancen, da Wachstum zu produzieren, was natürlich auch mit Fleiß und Planmäßigkeit zusammenhängt, dass das dann auch wirklich unterstützt wird und eine regelrecht, also richtig auf die Straße gebracht werden kann. Ja, und also ich sage mal, das ist ein spannendes Jahr, was uns hier bevorsteht und auch ein erkenntnisreiches Jahr 2023. Und ich kann dich nur einladen dazu, dieses Marsjahr 2023 für dich als Inspirationsjahr anzunehmen, dieses Power-Mars-Jahr, damit es für dich genau das in die Wege leitet, was du jetzt vorhast, was du jetzt auf die Straße bringen möchtest, weil die Kräfte sind sehr, sehr potenziert. Ja, und ich lade dich ganz herzlich ein, doch ganz einfach zu mir zu einem Gespräch zu kommen oder zu einem Vorgespräch für ein Coaching, dass du weißt, was wir zum Beispiel in 3 Monaten miteinander aufbauen können, vorbereiten können, damit du genau das in die Wege leiten kannst, was du jetzt möchtest. Geh einfach mit der Energie. Oder du kommst einfach erstmal zu einem Beratungsgespräch. Da gehst du auf www.werbel-reu.de/beratung oder eben halt Menüpunkt Beratung anklicken. Dann bist du ganz schnell bei mir. Und ich empfehle dir auch
das Jahrbuch der Wochenhoroskope nochmal dir also selber zu bestellen. Da hast du einen Überblick über 52 Wochen, was wann denn stattfindet, hast alles genau recherchiert und es ist eine wunderbare Planungshilfe für all das, was du zum Beispiel vorhast. Und ich lade dich auch ganz herzlich ein zu meinem wöchentlichen Astro-Call, der immer dienstags um 18:15 Uhr stattfindet. Dort werden natürlich immer die Wochenenergien nochmal besprechen mit denjenigen, die dann daran teilnehmen. Da lade ich auch immer jede Woche extra nochmal ein. Mit einem Anmeldelink bist du dann auch ganz direkt dabei. Ja, und wenn du sagst, das Video hat dir jetzt gefallen, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn du jetzt auf YouTube unterwegs bist oder eben natürlich auch gerne meinen Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst, dann bekommst du recht schnell auch immer die aktuellen Informationen direkt von mir und live. Ja, und an der Stelle möchte ich mich jetzt ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken und ich wünsche dir ein wunderbares, kraftvolles Jahr 2023 und komm genau in das Feld, was du brauchst, damit all das in die Wege geleitet werden kann, was für dich wichtig ist und was du dir vorgenommen hast. Sei ganz lieb gegrüßt von mir, Bärbel Roy, deiner Astrologin. Tschüss, mach's gut.